Ich heiße Judith Neunhäuser, ich bin 31 Jahre alt. Ich habe hier in München an der Kunstakademie Bildhauerei studiert. Ich habe mich schon auch informiert über die IHK als Institution selber, bin dann aber eigentlich vom Namen ausgegangen, Industrie- und Handelskammer, und habe mich dann am Wort Handel festgehalten. Das hat eine Art biografischen Bezug, weil ich nämlich ein Jahr vor dieser Einladung selber eine Reise auf einem Containerschiff gemacht habe, machen durfte. Das war auch im Rahmen von einem Kunstprojekt. Und die Containerschifffahrt ist ja, man könnte sagen, die Blutbahn der modernen Weltwirtschaft. Dieses Foto wurde gemacht in einem Hafen beim Be- und Entladen, was ein sehr funktionaler Prozess ist. Ich habe mich dann entschieden, das als wandfüllende Fotografie zu installieren, also direkt appliziert. Das habe ich auch in älteren Arbeiten schon so gemacht, und was mir da, besonders daran gefällt und was ist ein Foto auch unterscheidet von der Präsentation in einem Rahmen oder in einem kleineren Format, ist einfach, dass die Illusion, wenn sich jemand am Bild vorbei bewegt oder im gleichen Raum aufhält, das ist ja auch ein Durchgangsraum, wo das installiert ist, fühlt man sich vielleicht eher wie tatsächlich in der Situation selber, also wie auf diesem Schiff. Und man ist dann auf eine gewisse Art mit dem Arbeiter im gleichen Raum. Und das war mir auch wichtig, weil die Handelskammer natürlich einerseits Unternehmen vertritt und andererseits aber Unternehmen natürlich Arbeit geben und viele Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigen. Und die werden vielleicht gerade in der Containerschifffahrt irgendwie auch vergessen.